Aber jetzt kommt richtig Hardcore. Haltet euch fest, nehmt euch Popcorn. Ich möchte einfach mit Arschlöchern keine Geschäfte machen. Ich bin der Käufer, bis auf kleine Holprigkeiten bei der Abwicklung, die sich hoffentlich noch gerade bilden lassen. Das ist ein Impfschaden? Der ist doch wohl nicht vom Wickeltisch gefallen. Einen wundervollen guten Morgen, herzallerliebstes Zuckerschneckenpublikum. Ja, mir geht's heute ungefähr genauso wie gestern, nur noch viel, viel schlimmer und ich weiß wieder nicht, wo ich anfangen soll. Wenn ihr denkt, dass das Video von gestern, dass das eine Unverschämtheit war und dass das schon unglaublich war, dann war das Softcore. Aber jetzt kommt richtig Hardcore. Haltet euch fest, nehmt euch Popcorn. Das kann man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen. Zunächst aber erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für alle, die so ganz, ganz wundervoll geschrieben haben unter das Video, welches ich gerade oben verlinkt hatte von gestern, von dem SLK-CLK-Desaster. Und was mich auch extrem gefreut und extrem aufgebaut hat, dass fast alle Jungs, die bei mir einen Oldtimer oder ein Auto gekauft haben, auch drunter geschrieben haben und haben gesagt, Leute, Armin, das war alles so geil, das ist alles so cool bei dir gelaufen, ich bin total zufrieden mit dem Auto. Ja, es ist auch mal was kaputt gegangen hier. Auch der Junge mit dem Admiral oder mit dem Imperial Crown und was nicht. Also ich kann leider nicht alle aufzählen, aber fühlt euch alle angesprochen. Herzlichen Dank an diese wundervollen Zuckerschneckenkunden, dass ihr, nachdem ihr vor Jahren mal bei uns ein Auto gekauft habt, dass ihr die Videos noch schaut und euch darunter auch noch meldet zu Wort, dass ihr total zufrieden wart mit eurem Auto und dass alles richtig cool gelaufen ist. Ne? Ja, jetzt aber zu der Geschichte mit dem Prius. Ich muss mal mein Handy aufmachen. Ich habe gestern noch ein Foto gemacht von dem, was er geschrieben hat. Was mich quasi zum Nachdenken gebracht hat, ja? Moment mal. So, fangen wir mal überhaupt erstmal an, wie ich den Käufer des Prius überhaupt kennengelernt habe. Nennen wir ihn in diesem gesamten Video mal Mr. G, ja? Um das alles komplett anonym zu halten, ne? Und ihr werdet das nicht glauben. Ich werde euch auch die ganzen E-Mails zeigen. Natürlich Namen nicht zeigen und so. Alles völlig anonym, nur den Schriftverkehr, der da gelaufen ist, ne? Ja, Mr. G. Ich fange mal anders an. Also es war ja wirklich, wie gesagt, für 7.500 Euro der Prius 2010er. Prius hat zwar 200.000 gelaufen, aber neue Gas. Das war für 7.500 Euro natürlich ein absolutes Schnäppchen, gar keine Frage, das weiß ich auch. Ne? Da haben sich so ungefähr 10, 12 Leute, haben mir E-Mails geschrieben, die wollten das Auto unbedingt haben. Ja, so, Mr. G. hat angerufen und sagte, da pass auf Armin, ich will ihn unbedingt haben, ich komme hier auch näher Hannover, ich komme heute Abend noch und kaufe den direkt bei dir. Ne? Ich gucke mir den an, mache eine Probefahrt und kaufe den. Ne? Ich habe gesagt, ja, ist kein Problem, aber jetzt ist es 17 Uhr, wir machen schon eigentlich um 16 Uhr Feierabend und wir wollen heute Abend noch grillen, ne? Mit Dome und den ganzen Konsorten zusammen. Ne? Da sagte er noch, ja, oh, ist doch super, dann kann ich doch mit zum Grillen kommen. Ne? Ich Idiot dachte mir, naja, Zuckerschnecke, ne? Guckt seit langem wahrscheinlich Videos und so, ne? Könnte man ja, nee, lass mal, nee, wir wollen unsere Ruhe da haben, ne, und ich will mich nicht über alles kreuz und quer unterhalten, von, ich weiß ja nicht, wer kommt. Es gibt ja nicht, so wie wir gestern gelernt haben in dem Video, nicht nur gute Zuckerschnecken, ne. Ja, so, ich sag, pass auf, ich habe ganz viele Anfragen zum Auto, wer aber zuerst kommt und ihn haben will, der bekommt ihn auch, ne. Komm morgen früh um 9 Uhr, kannst du ihn angucken, dann können wir das alles abwickeln, überhaupt gar kein Problem, ne. Ja, nächsten Tag kam er um 9 Uhr morgens, Moped angefahren und stieg ab und grüßte mich. Ne? Ich sage, ja, komm, guck dir den Prius an. Die sagen, oh ja, ist ja ein super Auto und tipptopp, klasse, sieht gut aus und viel Platz und hin und her. Und können wir da mal ein bisschen mitfahren? Ich will nur noch mal gucken, wie das Getriebe so ist, ob mir das so passt, ne? So vom Schalten und sowas alles her. Ne? Ich sage, natürlich können wir mit dem Auto fahren, ist überhaupt kein Problem. Ne? Bin ich mit ihm da rein, mit dem Auto gefahren. Oh ja, da fährt sich ja super, ist ja alles super in Ordnung und klasse, prima, wundervoll, ne? Ja, so, dann sind wir wieder zurück in die Firma, ne? Ich sage, ja, pass auf, hier hast du eine Mappe, der Frank, von dem ich den gekriegt habe, von dem ich ja schon mal vorher einen Polo gekauft habe, der führt immer so Mappen, wo alles immer ganz genau aufgezeigt, was er gemacht hat, diese Toyota-Rechnungen und so weiter und so fort.
führt er mal genau, ich sage, hier hast du die Mappe, kannst du mal eben durchgucken. Ne? Oh ja, alles gut, so und so und dieses, das. Ich sage, die Winterbereifung, ich habe den ja achtfach bereift gekauft, das wollte Frank mir eigentlich bringen, da hatte ich Frank auch nochmal angeschrieben, der ist aber hier irgendwie durchgefahren Richtung Berlin und die kamen nicht. Da hatte ich Frank angeschrieben und Frank hat gesagt, ja, pass auf, Armin, richtig, ich hatte das Auto voll, ich bringe die Reifen im September. Im September, am 14. September oder was, fahre ich nochmal bei dir vorbei. Dann packe ich sie aber hundertprozentig ins Auto. Das reicht ja auch, ne, bis zum Winter, ne. So, das habe ich dem Mr. G auch gesagt. Und der sagt, och, dann gib mir doch die Kontaktdaten von dem. Dann kann der das auch direkt zu mir nach Hannover vorbeibringen und so. Das kann ich natürlich nicht machen, ne. Ich sage, ja, nee, du, pass auf, denn Hannover, der hatte auch einen riesen Umweg. Der fährt irgendwie, keine Ahnung, Brüssel, Berlin oder sowas, hatte ich euch ja gesagt. Und ich glaube, jetzt wohnt er nur noch in Berlin. Ist aber auch wurscht, hat er mal per E-Mail geschrieben. Grüße gehen raus an dich, Frank. Und wie gesagt, ne, die Kontaktdaten gebe ich natürlich nicht raus. Ne? Ich kann ja nicht einfach irgendwie, mache ich nicht. Ne? Kontakt, da steht ja auch im Briefschein stehen ja auch die Daten von ihm drin. Ne? Wenn man ihn dann googelt und dann findet man was über Googelt, kann man ihm auch selber, ist mir dann ja im Prinzip egal. Aber von mir gibt es erstmal die Daten nicht. Ne? Er kann irgendwie im September die Reifen bei mir abholen. Ja, und fertig, ne, habe ich so gedacht, ne. Ja, okay, ich sag, pass auf, dies und das, ne. Ja, ich habe keine 7.500 Euro dabei, ne. Aber ich kann dir sofort eine, ich will mal das Fenster eben kurz zumachen. Also, ich habe ja keine 7.000 Euro dabei, ne. Aber ich kann dir sofort eine Echtzeitüberweisung machen, hast das Geld auf dem Konto und dann ist gut, ne. Ich sage, ja, kannst du meinetwegen machen, kein Problem, ne. Ich gebe ihm die Bankverbindung. Da setze ich mit dem Laptop bei uns unten in den Kundenempfangsraum und habe ich da meinen Kaffee jetzt gelassen und mache die Überweisung. Ich gehe eben rein, guck nach. Jo, Mr. G, Geld ist da, alles gut. Hier hast du die Papiere, melde das Fahrzeug an und dann holst du den ab, ne? Irgendwie die nächsten Tage oder so. Überhaupt kein Problem, ne? Alles gut, alles prima. Er ist weggefahren, er war glücklich, er hat einen Prius, ne? Der Mr. G, ne? Ja, und dann ging's los. Dann kam auf dieses Video, kam von Mr. G, der sich im, bei uns hier auf YouTube Max Mustermann nennt. Moin allerseits, ich bin der Käufer. Bis auf einige kleine Holprigkeiten bei der Abwicklung, die sich hoffentlich noch gerade biegen lassen werden, hat die Geschichte leider einen relativ großen Wermutstropfen. Lest das selber. Und dann kam das mit dieser Anhängerkupplungsgeschichte da. Ne? Da habe ich ja nur hingeschrieben, dass... ja, für den Anhängerbetrieb, ne? Ja, wir haben keine Zeit, ihn dann runterzubauen. Und meiner Meinung nach sind Prius mit Anhängerkupplung auch Quatsch, ne? Da habe ich geschrieben, da kann er sich einen Dodge Ram kaufen, ne? Oder einen Aviator oder was weiß ich, ne? Oder einen Mercedes ML oder, ne? Okay, aber da habe ich dann schon, ich bin der Käufer, bis auf kleine Holprigkeiten bei der Abwicklung, die sich hoffentlich noch gerade bilden, das ist natürlich, weil es ist alles super sauber gelaufen. Auto hat keinen Mängel gehabt, er hat keinen Mängel gefunden und nichts. Ne? Ach nee, bevor er das geschrieben hat, Entschuldigung, ich muss es nochmal, bevor er das geschrieben hat, ich hatte in dem Video gesagt, na ja, hier Zuckerschnecke, Prius, ne, dies, das, jenes und ihr könnt den haben und so, ne, können wir dann auch neue TÜV drauf machen und habt da Ruhe mit dem Auto und sowas alles. Ne? Ja, habe ich gesagt. Ne? Jetzt hat er nur noch 2 Monate TÜV, ne? Aber er kam, wollte den unbedingt haben, hat den dann so gekauft und fertig aus. Ne? Jetzt könnte man jetzt überlegen, ob das richtig ist, ob ich da jetzt noch den TÜV zugesagt habe, weil ich es auf dem Video gesagt habe, oder ob er den so gekauft hat. Wie gesagt, war mir im Prinzip egal. Das waren wahrscheinlich die kleinen Holprigkeiten. Er rief an bei Uta, hat Uta am Telefon und ja, und da ist aber noch was mit dem Kauf von den Prius. Da muss noch TÜV drauf. Das hast du ja im Video. Und Ute schreit mir erst dazu, der Kunde von den Prius hat angerufen, der hat sich beschwert, weil da kein TÜV auf dem Auto ist. Das war am gleichen Tag. Ne? Dann habe ich, ach ja, jetzt geht's mit den E-Mails los. Die will ich euch zeigen. Und blende ich euch natürlich auch ein. Natürlich völlig, völlig anonym. Ne? Sachen lasse ich raus, da kann Mr. G sich auch nicht beschweren darüber. Ne? Also da hatte Ute mir das zugeschrien, von wegen hier, da ist unzufrieden, weil da kein TÜV drauf war, habe ich gerade gesagt. Und ja, und da habe ich dann ihm sofort eine E-Mail geschrieben. Hallo, blende ich euch ein. Hatte ich total vergessen, aber im Video erwähnt. Klar mache ich dir TÜV drauf, aber ich brauche den Fahrzeugschein dafür. Meld ihn am besten an und fahr direkt zum TÜV hier bei uns. Das bezahle ich dann. So, also er hätte ihn anmelden können und dann direkt zum TÜV fahren können. So, das war alles soweit in Ordnung, ne? Kein Problem. Ne? So, und dann ging es los, wo ich dann quasi mir schon gedacht habe, das passt jetzt aber auf den Kommentar, den er irgendwie so gegeben hat. Ne? Moin, ich komme morgen.
Bitte kümmere dich darum, dass ich bei TÜV DKGTÜ problemlos reinschneiden kann. Weitere Verschiebungen sind nicht möglich, da diese Woche mein Urlaub endet. Cheers! Da habe ich mir schon gedacht, jetzt wird's lustiger. Darauf habe ich ihm geschrieben, das kann ich nicht. Ich kann denen doch nicht ihre Termine vorschreiben. Ja, natürlich nicht. Vor allem, wozu auch, mein Gott, das Auto hat irgendwie noch 2-3 Monate TÜV. Hätte ich ihm 150 Euro gegeben, hätte er selber hinfahren können. Oder wir hätten es auch irgendwie die Tage gemacht. Aber er hat es ja so eilig. Und also ich kann dem technischen Dienst ja nicht ihre Termine vorschreiben. Ne? Naja, daraufhin habe ich dann aber geschrieben, ich habe Ute eine WhatsApp geschickt, dass sie eben halt deinen Termin doch beim TÜV macht, dass du auch morgen noch schnell deine Hauptuntersuchung komplett neu kriegst. Ne? Darauf schreibt er mir dann, in Holzminden ist nichts mehr frei. Hab nachmittags einen Termin hier bei mir. Sorge dafür, dass du ab 10 Uhr alles startklar ist. Zweitschlüssel und was eventuell noch fehlt. Schwierig wird es in dem Fall von Nachbesserung. Deine Vergesslichkeit kostet mich kostbare Urlaubsfreizeit. Ich erwarte von dir eine Gegenleistung in Form einer kostenlosen Gasbetankung. Muss eh sein. Da ich noch nie Gas getankt habe, schreib mal, was du davon hältst. So. Und das war genau der Punkt, wo ich eins und eins zusammengezählt habe und mir gedacht habe, Alter, du hast mit genau dem einen Vertrag. Wenn dieser Mr. G jetzt das Auto kriegt, Armin, dann hast du Geburtstag. Dann hast du richtig Geburtstag. Und dann dachte ich mir, wie komme ich denn da raus? Also, ihr müsst euch vorstellen, wir haben einen Kaufvertrag. Geld ist überwiesen worden, es ist also sein Fahrzeug, ja? So, und dann aufgrund seiner Charaktereigenschaften, die er mir da offengelegt hat und ich mit ihm natürlich überhaupt gar kein Geschäft mehr machen will, weil ihr ja wisst, Gewährleistung dies, das, jenes und so weiter und so fort, ist das gefährlich. Da habe ich natürlich gemacht, wie, Armin, wie kommst du aus dieser Geschichte raus? Ne? Ja, und dann habe ich ihm einfach geschrieben, ich hatte dir gesagt, lass mir den Schein zukommen, wir machen das. Wie gesagt, wir können es nur versuchen. Da war ich noch ein bisschen ruhiger. Ja, ja. Da habe ich geschrieben, was für eine Gegenleistung, wofür, was für eine Nachbesserung. Bitte bring mir die Papiere wieder und ich überweise dir dein Geld zurück, habe ich ihm dann geschrieben. Ne? Das war also quasi jetzt die Offerte, den Kaufvertrag mit mir aufzulösen. Und dann habe ich jetzt nur darauf gewartet, dass er dieses Angebot annimmt, den Kaufvertrag aufzulösen, weil ich dann wieder gut schlafen kann und mit dem guten Mr. G kein Geschäft gemacht habe. Ne? Armin. Nochmal ganz deutlich, wir beide haben eine Vereinbarung, die lautet, ich kaufe das Auto zu deinem Preis. Deine Zusage war frisch, H-U-A-U, das war eine Zusage im Video, aber ich lasse dahingestellt, ist mir egal, an dem Auto ist nichts dran, ist nur eigentlich quasi kurz durchgucken, Plakette draufkleben, ne? A-U, alles gut, ne? Habe ich mich überhaupt nicht auf das, kriegt er, ne? So. 4 Winterkompletträder. Ja, die bringt Frank im September vorbei. Weil ihm auch gesagt, aber nicht zu ihm nach Hause, sondern hier zu mir kann er sich dann abholen. Ne? War auch klar. Ne? Mein Teil habe ich erfüllt. Ja, hast du. Du hast dein Geld von deinen Zusagen, Verkaufsvideo hast du keine erfüllt. Was willst du? Also ich habe da keine Zusagen im Verkaufsvideo erfüllt. Wegen seiner Hauptuntersuchung. Die ich ihm auch gesagt, aber ist egal. Dann schreibt er nochmal, also er hat die Videos gesehen, aber verhält sich meiner Meinung nach noch viel, viel schlimmer. Ne? Ich bin normal drauf und weder ein Vollidiot noch ein Arschloch. Klar? Fragezeichen. Ja, das beweist er mir jetzt eben gerade. Ne? Aber er hat immer noch nicht geschrieben, ob wir den Kaufvertrag jetzt irgendwie wandeln können oder so. Ne? Aber das kommt Gott sei Dank jetzt. Armin, mach bitte noch mal eine klare Ansage. Bleibt es beim Kauf oder willst du alles canceln? Telefon ist am Mann. Bla, 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 bla. Ne? Ja, so. Gut, damit hat er sich quasi meiner Meinung nach einverstanden erklärt, den Kaufvertrag zu canceln. Ne? Ja, bin ich. So, dann habe ich mich eingeloggt im Online-Banking und habe ihm sein Geld komplett postwendend per Echtzeitüberweisung zurückgeschickt. Dann habe ich ihm eine E-Mail geschickt, nachdem die Echtzeitüberweisung raus war. Dein Geld hast du zurück, bitte sende mir alle Papiere zurück. Tut mir leid, ich wünsche dir alles Gute, Mr. G. Ja. Schreibt er mir zurück. Okay, Papiere kriegst du morgen im Laufe des Vormittags persönlich zurück. Solltest du dann normale Betriebstemperatur haben, bin ich immer noch bereit für klärende Worte, falls dir was daran liegt. Nein, nein, nein. Das ist eben halt, da hat sich eben ein Geschäftspartner mit solchen kleinen Sachen schon alleine, ne, die einfach absolut für meinen gesunden, geschäftlichen, meiner Meinung nach gesunden, geschäftlichen Menschenverstand
da sind disqualifiziert. Ne? Schreibt mal unten drunter, was ihr davon haltet. Ne? So, dann habe ich ihm nochmal geschrieben, Mr. G., nicht falsch verstehen. Ich glaube nicht, dass du ein Arg oder ähnliches bist. Aber du bist nicht der Richtige für das Auto. Dann schreibst du von Holprigkeiten bei der Abwicklung. So, dann wird es jetzt zeigt Mr. G. seinen richtigen Charakter, was mir quasi gezeigt hat, dass es genau das Richtige war. Das richtige Bauchgefühl. So. Was ist mit den Zulassungskosten, die mir entstanden sind? Gut 100 Euro. Da hatte ich geschrieben, du hast den schon angemeldet? Was ist mit dem Halter mehr im Schein? Das kostet mich 500 Euro, habe ich ihm da spaßhalber geschrieben. Ne? Ja, ist ja Quatsch. Zuckerschnecke, den ihr nachher irgendwo mal kauft, der hat das Video geguckt, der weiß das alles gut. Ne? Da du alles rückgängig gemacht hast, ist das dein Problem. Ja, okay, ist auch mein Problem mit 500 Euro. Ne? Und jetzt wird es richtig interessant. Ne? Melde den ab, schieb mir die Papiere zu und Feierabend. Ne? Nebenbei bemerkt, warst du ja, der eine Anmeldung wünschte. Da ohne Anmeldung kein TÜV. Letzte Chance auf gütliche Einigung. Morgen vor Ort. Ja, ist Quatsch. Ich habe gesagt, du kannst den anmelden, so und so, ne, aber ich brauche vorher den Fahrzeugschein. Oder ist auch im Prinzip egal. Ja, ich habe ihm geschrieben, melde ihn an. Oder will ich mich überhaupt nicht drauf einlassen? Hat er angemeldet, alles gut. Ne? Ich hatte dir gerade etwas dazu geschrieben. Melde ihn bitte ab und lass mir die Papiere zukommen. Ob du sie bringst oder mit per Post sendest, ist mir egal. So. So, dann kommen mit der vergeblichen Anmeldung rund 230 Euro on top. Da dachte ich mir, Alter, wofür will der jetzt Geld haben? Jetzt will er Geld von mir haben. Und da habe ich ihm dran geschrieben, das zeigt mir, dass meine Entscheidung goldrichtig war, dass du das Auto nicht bekommst. In aller Deutlichkeit schreibt er, alle Gebühren, Kosten für An- und Abmeldung nur gegen Vorkasse, selbstverständlich gegen Nachweis, sonst keine Papiere, sonst Anwalt. Habe ich ihm geschrieben, okay, bekommst du morgen im Bar. Foto der Ummeldegebühren folgen in Kürze 110 Euro für Abmeldung, dieselbe Summe in Vorkasse, also 220 Euro heute noch, sonst keine Abmeldung. Da habe ich ihn geschrieben, treibst du es jetzt auf die Spitze, morgen die Papiere und die An- und Abmeldegebühren bar, gegen Belege. Hat er mir dann irgendwie die Papiere geschickt, ne? So, 220 Euro Vorkasse oder keine Abmeldung, keine Papiere. Habe ich gerade geschrieben, kein Problem, dann geht morgen eine Anzeige raus, wegen Unterschlagung. Ist nicht sein Auto, ist nicht seine Papiere, fertig aus. Ich habe ihm gesagt, er kann die Papiere bringen, er kriegt dann seine, meinetwegen soll er glücklich mit werden, seine Anmeldegebühren da in Bar, alles in Ordnung. Ich will mich mit, was willst du eigentlich mit I-Punkt-Bum-Bum diskutieren? Die holen dich nur auf ihr Niveau runter und schlagen dich damit, ne? Ist eben halt so, ne? Habe ich geschrieben, kein Problem, dann geht die Anzeige morgen raus, weil es ist jetzt eine prekäre Situation für mich. Ich habe ja Geld für das Auto gekriegt, habe das Geld komplett zurück überwiesen. Das Auto steht hier, aber ich habe keine Papiere mehr. Und er will mir die Papiere nicht bringen. Ja, du, keiner von euch glaubt doch, dass ich dem jetzt 110 Euro, habe ich reingeguckt, hat die Anmeldung gekostet. Er sagt aber, die Abmeldung kostet auch 110 Euro. Ja, da kannst du mal sehen, dass er wahrscheinlich noch nie ein Auto abgemeldet hat. Er kostet 8 Euro oder glaube 6 Euro oder 8 Euro oder 10 Euro. Ne? Aus dem gleichen Kreis sogar nur 6 Euro, aus dem fremden Kreis 10 Euro oder sonst irgendwas. Ne? Da will er auch wieder 110 Euro für haben. Ne? Na, soll er mir die Papiere geben, ne? Dass ich mich mit so einem Scheiß rumschlagen muss, oder echt jetzt, ne? Armin, du hast meine Stellungnahme und dabei bleibt es. So, ich werde morgen zum Anmeldeservice gehen und anmelden, dann gegen Kostenerstattung im Voraus, ja? So, nachfolgend siehst du die Info vom Anmeldeservice für die Kosten der Abmeldung. 25 Euro, damit sind die inklusive, bereits getippt, das habe ich noch gar nicht gelesen, für die Anmeldung Kosten für mich. Die Kosten für den Versand der Unterlagen, die in der 4 Zulassung kannst du vernachlässigen. Ich teile dir also mit, für den Ersatz und Nutzmittel und aus dem Zusammenhang mit diesem Fahrzeug erwarte ich die Zahlung entstandenen Kosten, ansonsten mache ich von meinem Zurückbehaltungsrecht gebraucht. Er hat überhaupt gar kein Zurückbehaltungsrecht. Ne? Also wie gesagt, ich bin ganz, ganz froh, dass ich da raus bin. Wirklich ganz, ganz froh. Weil, stellt euch mal vor, ich hätte dem den Prius gegeben. Das wäre eine Tortur ohne Ende geworden. Ne? So, und jetzt frage ich mich ernsthaft. Jetzt habt ihr gestern das Video gesehen. Jetzt seht ihr gerade dieses Video, ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr ähnlich tickt, so wie ich, fassungslos vorm Rechner sitzen, euch das Video angucken und denkt euch, was, ne, was, ist das ein Impfschaden? Der ist doch so nicht vom Wickeltisch gefallen, ernsthaft. Wie gesagt, dieses Auto, mängelfrei, alles gut, keine Probleme, er war top zufrieden, ne, aber würdet ihr, schreibt mal unten drunter, würdet ihr mit so einem Mann einen Vertrag, eine Geschäftsbeziehung eingehen, wenn das schon so anfängt wie, lasst es euch auf die Zunge zergehen. Ich mache, glaube ich, erstmal mit dem Auto verkaufen, erstmal eine Pause und muss erstmal wieder runterkommen. Ne? Gestern Nacht konnte ich einigermaßen schlafen, weil ich zwei Dosen Whisky getrunken habe, aber
Es ist einfach unfassbar. Das sind Impfschäden. Was anderes kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Vielleicht haben wir das falsche Zeug irgendwie gekriegt. Ja. Traurig bin ich immer noch und fassungslos über die Menschen wie der... Ja, ich kann den Mr. G jetzt irgendwie verstehen, ne? Ist so sein Typ vielleicht irgendwo. Er hat wahrscheinlich irgendwie so... Weiß ich nicht, so handelt er und ist auch in Ordnung, wenn er so erzogen ist. Aber mache ich keine Geschäfte mit. So, und dann ist er natürlich, er hat sich das auch zugespitzt, weil er natürlich auch sauer ist, dass er das Auto nicht mehr kriegt. Ne? Und er dann natürlich auch noch den Rücktritt selber erklärt hat, dass er mit dem Rücktritt einverstanden ist, das Geld gekriegt hat. Also damit ist es nicht mehr sein Auto gewesen. Und wahrscheinlich hat er sich da alles irgendwie so drüber geärgert. Ne? Aber ich lasse mich einfach von so einem Menschen nicht abziehen und auch nicht ärgern. Ne? Bringt eben halt nichts. Ne? Wetter ist schön, heute Abend eine Runde Moped fahren und so weiter und so fort. Und kann er machen, was er will. Ne? Jetzt bin ich nur mal gespannt, wie ich die Papiere zurückkriege. Der kriegt von mir kein Geld im Voraus, garantiert nicht. Lasst es euch gut gehen und nochmal vielen lieben Dank an die ganzen guten Zusprüche. Hat mir wirklich sehr viel weitergeholfen, auch mit meiner Laune und sowas alles, um zu sehen, dass ganz, ganz viele super Zuckerschnecken da sind, die wirklich ähnlich denken wie ich und meiner Meinung nach auch gesunden Menschenverstand haben. Ne? So, meine Lieben, jetzt nochmal so als Nachtrag. Der liebe Mr. G hat mir nochmal eine E-Mail geschrieben und also wie gesagt, er will die 110 Euro Zulassungskosten und 135 Euro will er komplett haben und gut. Ne? Zu was ich jetzt irgendwie verpflichtet bin, was ich machen muss und was ich nicht machen muss, klar ist die von mir ausgegangen, die Wandlung, weil ich bin einfach der Meinung, dass gewisse Charaktere, die untereinander überhaupt nicht harmonisieren, sag ich mal, miteinander am besten keine Geschäfte machen sollten, um nicht, keine Ahnung, irgendwelche Anwälte und Gerichte mit irgendeinem blödsinnigen Mist beschäftigen zu müssen, sag ich mal. Und das wäre meiner Meinung nach definitiv dabei rausgekommen. Ne? Hat sich meiner Meinung nach auch komplett bewahrheitet, nachdem wie er sein wahres Gesicht gesagt hat, ich habe das schon gerochen. Aufgrund des ersten Kommentars auf YouTube habe ich schon gerochen, der tickt aber nicht so, wie er hier erschienen hat. Ne? Und das hat sich mit den E-Mails dann nachher auch irgendwie irgendwo bestätigt. Ne? Ja, und nochmal zurückgespult zu dieser ganzen TÜV-Geschichte. Ne? Ja, ist klar. Ich habe das im Video gesagt und ich halte mich auch, wie gesagt, daran. Auch wenn das vielleicht nicht meine Pflicht gewesen wäre. Wenn er am gleichen Tag, wo ich das Video gemacht habe, oder einen Tag später, sag ich mal, kommt, das Auto kauft, ich gar keine Gelegenheit hatte, den TÜV zu machen. Und hier natürlich auch den Alltagsstress hat mit den anderen Kundenautos, die rein, raus, mussten TÜV-Termine nicht einfach so vom Himmel fallen. Er mich noch verpflichtet, dass ich den TÜV die Termine vorschreiben muss und das alles ganz, ganz schnell gehen muss, dann mit den Winterreifen. Ich hätte mich an keine Absprachen gehalten und sowas, ne? wenn sowas auf mich dann zukommt. Ne? Ist doch klar, dass ich da dann sauer werde und sage, nee, du, pass auf, das ist jetzt mir alles ein bisschen too much, ein bisschen zu heavy, wie du mir jetzt hier gegenüber kommst. Der Kunde ist König, solange er sich königlich verhält. Das ist ganz klar meine Devise. Und das hat der liebe Mr. G nicht gemacht und deswegen habe ich sehr, sehr gerne von dem Geschäft mit ihm, von dem Verkauf mit ihm, von dem Prius abgesehen. Und ich denke mal, dass ich da irgendeine normale, nette Zuckerschnecke, der wirklich lange, 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 lange Freude hat, mit dem Fahrzeug glücklich machen kann. Ne? Ernsthaft. Und nochmal was, wenn wir ein Auto verkaufen, man steckt da denn nicht drin, das Auto hat 200.000 gelaufen, er läuft super, es ist nichts dran, fertig, aber wenn mal was dran ist, ne? Jemand, der bei mir ein Auto kauft und okay ist und sich königlich verhält, so wie ich mich auch königlich von ihm oder ihm gegenüber verhalte, die lassen wir nie im Stich. Wenn irgendwo was mal was sein sollte, sein kann oder sowas, das haben wir auch damals schon gehabt, wo ich viel, sag ich mal, Autohandel gemacht habe. Irgendwas ist, ach du, pass auf, oh scheiße, ne? Ist jetzt eine reine Verschleißgeschichte, aber ich kümmere mich darum, ich möchte, dass du glücklich bist, ne? Ich mache das ja nicht unbedingt zum Geld verdienen, sondern aus Spaß und dass alle Freude dran haben, ne? Dann kaufen wir das Material, du bezahlst nur die Materialkosten, das Einbau machen wir so, ne? Damit du alles zufrieden bist. Man kann immer reden. Man kann immer vernünftig reden, mit gesundem Menschenverstand und anständig kommunizieren. Ne? Aber dann auf die Art und Weise. Ne? Nee, das braucht man nicht. Ne? Würdet ihr auch nicht, wenn ihr ein Auto kaufen möchtet und der Verkäufer euch so gegen... Dann sagt auch, nee, der ist mir zu doof, von dem kaufe ich kein Auto. Ne? Es muss heutzutage alles mit gesundem Menschenverstand, mit Chemie, mit Sympathie und so ablaufen. Ansonsten kann man sehr gerne darauf verzichten. Das ist meine Devise. Und ich denke... Ich hoffe, ihr tickt genauso. Dankeschön fürs Gucken des Videos. Jetzt ist aber Schluss mit dem Prius. Ende aus, die Maus. Wer den haben möchte, kann sich gerne melden, darauf bewerben, wie auch immer. Und er wird von uns glücklich gemacht. Mann, nein, jetzt habe ich schon wieder was vergessen. Er will ja die 135 Euro per Vorkasse haben.
Ich weiß nicht, ob ich muss es immer alles dazu sagen, weil es kommt nachher unten drunter und es geht mir sehr nah, weil es auch auf meine Person und meine Einstellung drauf bezogen ist. Deswegen möchte ich das. Er möchte jetzt die 135 Euro per Vorkasse haben. Ich soll ihm das per Sofortüberweisung jetzt direkt sofort überweisen und erst dann schickt er Papiere raus. So. Und da habe ich ihm hingeschrieben, ich sage, pass auf, dann schick sie einfach per Nachname. Das ist für beide Seiten am sichersten. Ne? Du hast mir 7,5 überwiesen, ich habe dir 7,5 zurück überwiesen und jetzt möchtest du irgendwas per Vorkasse haben. Als Fremder und ich weiß nicht, ob du mir die Papiere schickst. Ne? Du bist mir misstrauisch gegenüber, ich bin dir misstrauisch gegenüber. Es gibt keinen Grund dafür, dass ich von einem Auto, was 7.500 Euro mindestens wert ist, dass du ein Einbehaltungsrecht hast für 135 Euro Anmeldegebühr. Ne? Er kann die Papiere hier persönlich abgeben und kriegt sein Geld in bar, habe ich ihm mehrfach angeboten. Oder er soll die Papiere per Nachname schicken. Nein, er war schon beim Anwalt. Er möchte, dass ich das Geld vorab ihm überweise und erst dann schickt er Papier raus. Hat er überhaupt kein Recht, das ist totaler Quatsch. Ne? Und ich sage, das letztendlich bestärkt mich wirklich, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ne? So, jetzt ist aber endgültig gut. Das wollte ich abschließend noch sagen. Tschüss.